möchte von innen heraus reiten, statt von oben herab. Und Ziel meines Reitens ist es, meine Idee zu der des Pferdes zu machen. Ich möchte gerne, dass das Pferd sich möglichst frei fühlt mit mir zusammen. Dass ich es also nicht einrahme, einschiene oder gar begrenze. So entsteht Harmonie und so entsteht immer mehr Leichtigkeit im Reiten. Alles, was ich tue, muss fürs Pferd wirklich klar sein. Ich longiere grundsätzlich am Halfter. Ziel des Longierens ist, wie beim Reiten auch, dass das Pferd sich in seinem Körper wohlfühlt. Es kommt überhaupt nicht auf Hinterhandaktivität oder sowas an. Es ist sein Wohlfühltempo. Wenn euer Pferd sich also frei am Halfter raushebt, dann seid euch bewusst darüber, dass ihr mit Ausbindern dieses Symptom nur überdecken würdet. Man sieht hier auch schön, wie die Pferde die zur Lektion passende Haltung finden. Die ruhige Hand bezieht sich aufs Pferd und nicht auf den Betrachter. Die Hand, die vom Pferd als ruhig empfunden wird, bewegt sich. Der Weg, den meine Hände zurücklegen, damit er so nicken kann, wie er das muss, ist recht weich. Wenn wir das Pferd weich spüren wollen, dann sollte es sich anfühlen wie eins und nicht gegenläufig. Das ist der springende Zügel. Wenn man zu einer feinen Anlehnung kommen möchte, ist es eben wichtig, 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 dass wir die Bewegung des Pferdes begleiten. Wir gehen in alle Richtungen mit. Ohne einen aktiven Sitz komme ich immer hinter die Bewegung des Pferdes. Also, wenn ich nach vorne aufstehe, bin ich in der Bewegung des Pferdes. Das Lang und Tief ist eine Haltung des Pferdes, bei der es sich maximal nach vorwärts, abwärts dehnt. Dieses ist nur möglich, wenn wirklich die Anlehnung stimmt. Also wenn Takt, Losgelassenheit und Anlehnung gut sind. Wenn wir eine schöne Anlehnung haben, haben wir eine große Chance, wirklich flüssige Übergänge reiten zu können. Körperspannung nach oben fahren, alles wackelt so ein bisschen. Dann kommt die Hüfte und das Pferd trabt an, ohne dass ich mit den Beinen drücken müsste. Ich finde es super wichtig, grundsätzlich, dass wir mit dem Fluss des Pferdes arbeiten, also im Fluss bleiben mit dem Pferd. Das heißt also nicht schwer machen, ausatmen, Hüfte vor, aufhören zu reiten. Der Sitzmix ist tatsächlich nur für den Bruchteil einer Sekunde ein Mix aus dem Sitz, der Gangart, die gerade geritten wird und der, die wir reiten wollen. Dieses rein technische Denken wird Pferden nicht gerecht. Macht was Cooles mit eurem Pferd und macht es zu eurer Freude und zur Freude eures Pferdes.